Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe eine neue Wildkamera zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar die TC22 von Campark. Was mir natürlich als erstes wieder auffällt, die Solarzelle ist genau eben mit diesen zwei Aufnahmepunkten hier. Wenn ich diese Kamera an einer Wand baue, ist Solarzelle und diese beiden Punkte an der Wand. Aber wenn ich einen Baum habe, der ist rund. Der Baum, der liegt hier drinnen und die Solarzelle stößt hier oben in der Mitte gegen den Baum an. Und wenn ich dann den Gurt straff ziehe, drückt der Baum gegen die Solarzelle an diesem Punkt. Was aber richtig cool ist, hier ist USB-C verbaut. Wieso leuchtet der Akku jetzt so? An der Kamera selber ist dann auch ein USB-C-Anschluss. Somit kann ich dann per USB-C-Kabel meine Daten übertragen. Ich weiß nicht, warum jetzt hier der Akku leuchtet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier kommen keine Batterien drin. Das ist zugeschraubt. Da ist ein Lithium-Ionen-Akku mit drin. Finde ich teilweise gut. Schöner wäre es gewesen, wenn man den herausnehmen kann, wie bei einem anderen Hersteller, den ich schon hatte, und wechseln kann. Wo ich ein bisschen meckern muss, ist die Bedienungsanleitung. Ist teilweise farbig. Aber sie ist nur in Englisch. Es gibt kein Deutsch. Nicht so schön. Speicherkarte war nicht mit bei. Aber was komischerweise dabei war, waren zwei Gurte. Warum zwei Gurte? Vielleicht war das auch ein Packfehler oder so. Auf der Rückseite habe ich die Möglichkeit, ein dickes Seilschloss hindurchzuziehen. Oben kann ich auch nochmal eins durchziehen, komischerweise. Und ich kann die natürlich auch auf ein Stativ aufschrauben. Ich hänge die Kamera jetzt erstmal an und gucken wir mal ins Menü rein. So. Naja, wie gesagt, die Solarzelle stößt gegen den Baum. Ja. Habe ich die jetzt an einem schrägen Baum ran gemacht, da muss ich hier einen Stock mit reinklemmen und natürlich stößt die gegen der Solarzelle. So, als erstes ploppt natürlich das Menü auf für die Sprache und diese Kamera piept. Okay, die Kamera zeigt gleich an, dass keine Speicherkarte eingelegt ist. Gut, machen wir mal schnell. Hier? Ich benutze natürlich Lexa-Karten. Lexa sind bisher die robustesten Karten, die ich kennengelernt habe in der Preisklasse. Modus, erster Kameratest, Modus Foto und Video. Okay, 5 Sekunden. Wir machen hier hoch und Nacht. Okay, 1296 mit 30 Frames, natürlich, dann machen wir das tagsüber natürlich auch. Videolänge, auch 25 Sekunden, das hat sich bewährt. Speicherkarte formatieren, ist klar. Piepton aus. Passwort für die App, okay, benutze ich nicht. Wi-Fi aus, kann das kürzeste, benutze ich nicht. Technischer Support, okay, hier ist die E-Mail hinterlegt, Yo-Mail, yo, TC22, okay, Kamera ist eingerichtet, haben sie mal ein anderes Bild reingepackt, dann bleibt die Kamera jetzt hier hängen und dann sehen wir ja, wie die Bildqualität von dieser ist, vielleicht regnet es da nicht. Ist das Ding schon an? Ich habe ja schon ein bisschen gemeckert über die Solarzelle. Jetzt gucken wir mal, ob wir über die Aufnahmequalität meckern kann. Wieso ist hier eine rote Lampe an? Und wir haben 106 Aufnahmen. Was ist denn das? Okay. Die Aufnahmen sind in MP4. Der Ton rauscht ein bisschen. Aber die Bildqualität ist geil. Ich stelle die Kamera mal um auf 4K. Ich glaube, das konnte sie auch. So, wieder zurück bei der TC22 von Campark. Ich weiß jetzt, warum diese Lampe immer leuchtet. Immer wenn die Solarzelle Energie liefert, leuchtet die Lampe. Schön, haben wir das geklärt. Ich hatte diese Kamera nochmal umgestellt für Tagesaufnahmen 4K und Nacht 1296p. Und da zeige ich jetzt mal zwei Vergleichsvideos, wie das aussieht.
So, das waren die beiden Vergleichsvideos. Die Kamera ist von der Bildqualität her sehr positiv, hat mich wirklich sehr überrascht. Danke, Campark. Meistens kann man sich auf eure Produkte verlassen. Meistens. Der Ton ist, nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Die Kamera hat bei der Tonaufnahme so eine Art Automatik mit drin. Wenn ein tatsächliches Geräusch vor der Kamera passiert, dann geht das Aufnahmelevel ein kleines bisschen höher. Und wenn nichts passiert, geht sie automatisch wieder runter und reduziert Straßengeräusche, wie zum Beispiel da vorne ist ja eine Straße. Es ist kein besonders schöner Ton. Also von der Skala zwischen 1 bis 10 würde ich sagen eine 5. Und Videoqualität würde ich sagen, das ist eigentlich schon eine 8. Eine gute 8. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Das ist wieder mal eine Kamera, die man wirklich präsentieren kann. Mit der Solarzelle, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Die ist zu weit nach hinten. Aber so im Großen und Ganzen ist die Kamera richtig gut. Bei den Abständen von der Bewegungserfassung muss ich sagen, die Kamera ist auch relativ gut. Ich hatte 5 Sekunden eingestellt. Der Abstand war immer so zwischen 6 und 9 Sekunden zwischen den Aufnahmen. Das war eigentlich okay. Hier an der Seite muss ich euch noch was zeigen. Wenn so ein Riegel zu ist und man macht die Kamera zu, dann kriegt man den unteren zum Beispiel ran und würde jetzt versuchen zu drücken. Wenn jemand ein bisschen unachtsam ist, könnte er hier jetzt was abbrechen. Und naja, das ist nicht so schön. So, das war's von mir, die Campark TC22. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Die Glocke wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Frieden auf der Welt. Ciao, euer Wari. Ja, hallo, ich bin der Wari. Die meisten wissen, dass ich das bin. Zieht er hier einen Kreis? Ist wieder ein Sportflieger unterwegs. Das gibt's nicht.
Das kann nicht wahr sein. Wenn ich keine Wildkamera aufstelle, sondern nur spazieren gehe oder Pilze sammeln, kein Flieger. Mache ich die Kamera an, kommt ein Flieger. Diese Kamera hat von Kampa Isolarzelle. Wenn ich den Gurt. Mann. Nee, das mache ich anders. Das brauche ich nicht reinmachen. Das ist Quatsch. Nochmal. Schon wieder. Ich verstehe nicht, warum die jetzt leuchtet. Ist wie ein Special-Effekt. Ich musste noch mal so gucken, damit man das nicht sehen kann. Gut. Schnitt. Alles von vorn. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Meine Feed. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen. Nee, das lasse ich jetzt weg. Das habe ich so oft gesagt, das ist kein Gag mehr. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn ihr Wer stottert was zusammen, ey? Wenn ihr. Scheiße. Wenn man keine technischen Probleme gibt, das ist so drin.